ich ist bei mir? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich es irgendwo liegen lassen oder es wurde mir geklaut. Pauli, weißt du, wo es ist? Nein, keine Ahnung. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, als wäre ich in eine Schultheateraufführung geraten. Willst du nicht doch sagen, wo dein Tagebuch ist? Ich weiß echt nicht, wo es ist. Also Greta, ich habe dir das Tagebuch doch erst vorhin gegeben. Das kann doch jetzt nicht einfach so weg sein. Ich hab's aber nicht versteckt. Boah, so eine Göre. So eine wird auf eine Privatschule gelassen. Und mein Linus, der darf nicht dorthin gehen, nur weil ich mir das Schulgeld nicht... Jetzt ist gut, ja. Fragen noch an die Zeugin. Keine Fragen. Keine Fragen. Bleibst du unvereidigt, nimm bitte mal hinten Platz. Simon Wellenhofer, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihr Platz. Hey, mein Großer. Und? War die Aussage schlimm? Nein, gar nicht. Hey, gut gemacht, ja. Am Wochenende bist du eh wieder bei mir, ja? Ja, klar. Okay. Ja. Na, super. Dann wird es ja am Wochenende wieder nichts mit dem Klavier üben. Da muss man einfach kontinuierlich dranbleiben, sonst bringt das nichts. Mann, jetzt entspann dich doch mal, ja? Ja. Wenn du so weitermachst, dann ist mal zum Ersten finde ich es gar nicht gut, wenn Sie es vor dem Sohn besprechen. Zum Zweiten ist es noch blöder, wenn Sie es hier im Sitzungssaal machen. Wenn Sie was zu besprechen haben über die Erziehung, dann machen Sie es bitte unter vier Augen nach der Verhandlung. So, jetzt sitzen Sie nämlich erstmal als Zeuge dran. Und als Zeuge müssen Sie hier die Wahrheit sagen, das ist klar. Ja? Natürlich. Das nächste aber zu den Personalien. Simon Wellenhofer. Das stimmt, ja. Falls Sie sich wundern, also ja, meine Frau hat wieder einen Mädchennamen angenommen. Ja, ist auch gut so. 35 Jahre alt, Sie wohnen in Tiefenbach, geschieden, Lagerist und Sie sind der Ex-Mann der Angeklagten. Genau. Als Ex-Mann haben Sie nach wie vor ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn Sie nicht aussagen wollen. Na, ich will schon aussagen. Also, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, stehen Sie den Plänen Ihrer Ex-Frau, Ihren Sohn, den gemeinsamen Sohn Linus da auf ein Internat mittels eines Stipendiums zu bringen, gar nicht so positiv gegenüber, oder wie? Richtig, ja. Also es war eigentlich auch der Grund, warum ich es einfach nicht mehr mit ihr ausgehalten habe. Ständig hat sie rumgenörgelt und wegen Linus auch schon in der Grundschule wahnsinnigen Stress gemacht. Hm, haben Sie dafür ein Beispiel vielleicht? Ja. Als Linus zum Beispiel in der zweiten Klasse war, da wollte sie einen Nachhilfelehrer engagieren, der für 200 Euro im Monat ihm neben der Schule noch Französischunterricht beibringt. Also, ja. Das wäre auch eine super Investition gewesen. Aber du hast es ja gründlich versaut. Kinder lernen Fremdsprachen nie wieder so schnell wie in diesem Alter. Ich also gebe doch nicht für sowas so viel Geld aus, ja? Weißt du was? Linus ist jung. Er soll raus auf die Straße und spielen. Und wenn er sich später mal bewerben muss, dann wird er von irgendwelchen Fuzzis ausgestochen. Nur weil die eine Fremdsprache mehr auf dem Kasten haben. Sehen Sie, was ich meine? Ey, der Ehrgeiz ist doch schon krankhaft. Ich meine, mit der hält's doch keiner auf Dauer aus. Ist Ihre Ex-Frau während der Ehe auch schon mal in Ihrem Ehrgeiz über das Ziel hinausgeschossen? Ich meine, wenn es nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat? Oh ja, da geht sie von 0 auf 100. Also das war damals so, wie wir noch verheiratet waren. Aber ich denke nicht, dass sich bis heute irgendwie geändert hat. Auf jeden Fall war es so, dass wir uns öfter mal neues Geschirr kaufen mussten, ja. Und zwar nur, weil sie einfach wieder ausgetickt ist und irgendwelche Lernbücher für Linus kaufen wollte, die wir uns einfach nicht leisten konnten. Du warst ja nur zu geizig. Zu geizig? Ja, zu geizig, irgendwas für deinen Sohn auszugeben. Weißt du was, für so einen Schwachsinn gebe ich dann kein Geld aus. Ja, Herr Linus ist ein super Junge, der hat echt was in der Birne. Ja, der soll wirklich raus und spielen und einfach nicht irgendwie, der braucht keine Lernbücher für ja, Techniken zum Auswendiglernen oder was sie da kaufen wollte. Mann, du bist echt unmöglich. Du bringst mich wirklich in Rage. Und regen Sie sich mal ein bisschen ab, ja? Hätte ich damals nur den Herbert genommen. Der ist heute Chef von der Bank. Der hätte sich so eine Privatschule ohne Ende leisten können. Ohne Probleme. Einfach so. Ja, aber nein, ich musste ja so einen Lageristen nehmen. Mit Spatzenhirn. Super. Tolle Idee. Ich denke, wir wären alle froh, wenn Sie diese Art von Differenzen nicht hier, sondern anderswo, nicht vor Ihrem Sohn oder am besten unter vier Augen austragen. Zurück zu Ihnen. Wussten Sie denn von dem Plan, dass Ihre Ex-Frau vorhatte, Ihren gemeinsamen Sohn Linus auf dieser Privatschule Gut Eidenbach unterzubringen? Ja, ja. Sie wollte ja Kohle von mir für das Schulgeld. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, wo ich das Prospekt gesehen habe. 3000 Euro. Hey, so viel verdiene ich nicht mal brutto. Ja, deswegen wäre das ja unsere Chance gewesen für dieses Stipendium. Ganz einfach. Die Schule wird für den Kleinen übernommen und wir müssen nur noch für die Extrakosten aufkommen. Ich weiß, ich kapiere auch überhaupt nicht, wieso er nicht einfach auf eine ganz normale Schule gehen kann, wie jeder andere auch. Ja, die werden doch auch was Ordentliches. Aber über sowas kann man natürlich mit Katrin überhaupt nicht reden. Ja, mit dir konnte man noch nie über irgendwas reden. Ach ja? Ja. Hat Ihre Ex-Frau Ihnen denn auch mal erzählt, dass die Schule den Linus gar nicht aufnehmen will? Ja, sie hat sowas angedeutet, ja. Aber gleichzeitig hat sie auch gesagt, dass sie es auf jeden Fall durchziehen möchte. Und wenn der Schulleiter da nicht mitzieht, hat sie gesagt, ja, dann muss sie ihn halt irgendwie unter Druck setzen oder so, dass,
dass er dann klein beigibt. Wissen Sie, was sie mit unter Druck setzen gemeint hat? Nein, keine Ahnung. Aber mir war damals schon klar, dass sie es auf jeden Fall durchziehen wird. Und mir tat der Schulleiter damals schon leid. Dir wird auch gleich noch was leid tun. Ja, drum ich nur. Und weißt du was? Das mit dem Golfschläger ist ehrlich gesagt ganz genau dein Stil. So ein Schmarrn. Ich war's nicht. Ja, aber Tatsache ist doch, dass sie früher auch schon mal ausfallend geworden sind, oder? Und nicht nur im privaten Rahmen. Ach ja? Wie kommen Sie denn da drauf? Hey, tu doch nicht so. Was war denn letztes Jahr, als Linus in der dritten Klasse war? Ach, lächerlich. Was ist denn damals passiert? Ja, Linus hat halt mal einen kleinen Blackout gehabt und hat in Mathe-Test mal eine 4 gehabt. Mhm. Ist ja nicht so schlimm. Aber das Katrin natürlich völlig ausgeflippt und hat mich dann zu seiner Klassenlehrerin geschleppt und wollte bei der eben erreichen, dass dieser Test nicht gewertet wird. Aber die Lehrerin hat natürlich nicht mit sich reden lassen. Da ist Katrin total ausgeflippt und hat Bücher vom Tisch geworfen und ist wie eine Furie auf die Lehrerin losgegangen. Und ich musste damals dazwischen gehen. Also wenn Sie bei einer einzigen Zensur schon so einen Zirkus veranstalten, dann steht für mich völlig außer Zweifel, was passiert ist, als Herr Habich Ihnen endgültig dieses Stipendium verweigert hat. Da sind Sie ausgerastet und haben Ihre Wut erstmal an den Monitor ausgelassen und anschließend an Herrn Habich selbst. Nein, ich finde das echt zum Kotzen. Wie oft soll ich es jetzt hier noch sagen? Ich war's nicht. Was ist denn hier los? Entschuldigung, was ist denn das für eine Störung hier? Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Polizeihauptmeister Adler. Diese junge Frau hat sich verdächtig verhalten. Die kam gerade aus der Toilette heraus, als mein Spürhund was gewittert hat. Als ich sie auf Drogen überprüfen wollte, ist sie plötzlich davongelaufen. Genau hierher. Und wer ist die junge Dame, bitteschön? Das ist Pauline Lüdecker, eine Freundin von Greta. Sag mal, Pauline, was hat das zu bedeuten? Sag mal, hast du da irgendwas unter der Kleidung versteckt, oder wie? Nein. Gib mir das doch bitte mal, ja? Der Hund sieht es ja wohl anders. Nein. Entschuldigung, wenn es sich dabei um ein Beweisstück handelt, dann kann ich dir das auch abnehmen lassen. Ja? Pauline. Aha. Ach. Ist das zufällig das Tagebuch, das Greta vorhin plötzlich nicht mehr gefunden hat? Ha? Bitte. Dankeschön. Ich nehme an, du hast einen Schlüssel dazu, oder? Greta. Du, wenn du uns den nicht gibst, dann lass ich es aufbrechen. Oder ich reiße es selber auf, kein Problem. Nein. Was ist hier bloß los? Also her damit. Schauen wir es mal an, oder? Bitte schön, ja. Sieh mal an. Bis auf ein paar Tabakkrümel ist da leider nichts drin. Ne? Aber das Tagebuch hat. Sagen Sie mal, bei welchen Substanzen nimmt der Hund eigentlich Witterung auf? Dalli ist darauf trainiert, normalen Zigarettentabak zu ignorieren. Es muss sich also mit ziemlicher Sicherheit um eine verbotene Substanz handeln. Cannabis zum Beispiel. Ja. Greta, nochmal Belehrung 55 StPO, du musst dich selber nicht belasten. Hast du uns dazu was zu sagen? Soll ich dir es erklären, was da los war? Du hast ein Tagebuch mit einem Geheimversteck da drin. Ne? Und in dem Versteck, sage ich jetzt einfach mal, bewahrst du Drogen auf. So. Aha. Dann war das echt ein Riesenstress, als euer Schuldirektor dir das Tagebuch abgenommen hast. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass du vor der Verhandlung hier heute plötzlich einen Spürhund bemerkst. Und da hast du Bammel bekommen, dass der vielleicht auf Drogen anschlägt. Und hast dir überlegt, bevor der was findet, verstecke ich doch dieses Tagebuch lieber für die Dauer der Verhandlung auf der Toilette zum Beispiel. Nein, nein. Und jetzt hast du vorhin gerade eben einen Hund bellen gehört draußen. Da hast du deiner Freundin mal kurz ein Signal gegeben und dann ist die raus, um das vorsichtshalber wieder reinzuholen. Ne? Nee, nein. So war es nicht. Ganz dumme Idee von mir. Hä? Aber das Labor, das wird ganz schnell feststellen können, welche Substanz sich da genau drin befunden hat. Hä? Danke, Herr Adler. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Ich glaube, Sie können mit dem Hund wieder rausgehen. Wir brauchen die Hilfe nicht mehr, nehme ich mal an. Hä? Greta, es ging dir gar nicht ums Tagebuch, als du da ins Büro von Herrn Habich gegangen bist. Nein, es ging dir um die Joints. Oder was auch immer da in diesem Geheimfach versteckt war, nicht wahr? Du wolltest dieses Versteck leerräumen, damit dir niemand draufkommt. Und dann aber hast du das Tagebuch nicht gefunden. Und in deiner Wut hast du den Monitor in dem Arbeitszimmer dann zerstört. Ja, und dann kam der Schulleiter zurück. Du hattest keine Gelegenheit mehr zu fliehen. Du hast dich hinter der Tür versteckt und dann? Dann warst du es, der den Herrn Habich niedergeschlagen hast, bevor er dich entdeckt. Nein, das ist nicht wahr. Sie war's. Du solltest dich schämen. Ich kann's beweisen.
Ach so? Und wieso hast du das dann nicht schon längst gemacht? Weil ich sonst mega Ärger von meinen Eltern bekommen hätte. Und aber bevor ich mir sowas anhängen lasse, sage ich lieber alles. Alles? Und was ist alles? Ja, in dem Versteck waren Joints. Und ich bin auch heimlich ins Büro vom Direktor. Also wolltest du das Tagebuch wiederholen im Büro? Da bist du ja rein, als er weg war, oder wie? Ja. Und dann hast du den Monitor geschrottet, weil du das Tagebuch nicht finden konntest. Nein, so war das nicht. Ich habe zwar das Tagebuch nicht gefunden, aber dann wollte ich sofort den Raum verlassen, heimlich. Dann habe ich aber plötzlich Schritte gehört. Und dann habe ich mich einfach in den Schrank versteckt und habe durch den Türschlitz geschaut. Und wer kam dann rein? Ich habe erst gedacht, es wäre Habig. Aber dann plötzlich kam sie rein, hat den Golfschläger genommen und hat wie eine Irre auf den Monitor drauf gedroschen. Dann hat sie erstmal eine Pause gemacht, tief durchgeatmet. Dann hat sie sich hinter die Tür gestellt und dann kam ja schon der Herr Habig. Und hat dann so dermaßen auf ihn eingeschlagen. Das ist doch eine Unverschämtheit. Ich lass mir doch von so einer Göre nichts anhängen. Also ist doch ich völlig bin unschuldig. Ich war's nicht. Ist doch völlig klar, dass uns Greta hier ein Märchen auftischt, um wenigstens noch halbwegs ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ach, aber es ist wahr. Ich fürchte nur, dass sich das nicht belegen lässt. Hm? Warten Sie, da fällt mir gerade was ein. Und zwar, als ich im Schrank war, da sind mir zwei Krawatten runtergefallen. Die eine war rot-blau gestreift. Passt denn, das ist da in dem Schrank. Sind da Krawatten? Sie müssen die Wahrheit sagen. Das sind meine Wechselkrawatten. Die habe ich immer im Büro. Für den Fall, dass mal Eltern unangemeldet, ungeplant vorbeikommen. Da muss ich tadellos gekleidet sein. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich, als ich wieder den Dienst aufgenommen habe und in mein Büro zurückkam, dass die beiden Krawatten im Schrank auf dem Boden gelegen haben. Wie müssen wir uns den Schrank überhaupt denn vorstellen? Das ist ein ganz einfacher Schrank mit einer Stange drin. Da hängen zwei Hemden und diese beiden Krawatten. Sonst gar nichts. Mhm. Also so übersichtlich, dass man nichts hätte durchwühlen müssen, um festzustellen, dass das Tagebuch dort nicht drin ist, oder? Ja, genau. Was hast du denn anschließend gemacht? Also wenn das jetzt stimmen sollte, du musstest ja da wieder raus aus dem Schrank, aber auch aus dem Büro vor allem. Ja, es war einfach alles so krass und ich war so verwirrt. Und dann bin ich einfach über Herrn Habig hinweggestiegen und wollte anonym einen Notarzt rufen. Aber dann kam schon die Frau Nahles. Und die Joints, die da drin waren, wo sind die jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie im Klo runtergespült, ich hatte auch einen Schlüssel. Also auch wenn du jetzt wohl ein paar entscheidende Dinge hier erzählt hast, es ändert nichts daran, dass du dich dafür verantworten musst, ja? Für die Joints, das ist klar. Und ich werde also für euch beide wird es Folgen haben, auch klar. Und ich werde noch mal ein ernsthaftes Wort mit euren Eltern reden müssen. Ja, normalerweise gehe ich davon aus, dass eine Karriere auf dem Internat beendet ist, wenn jemand mit Drogen hantiert oder nicht. So sind die Spielregeln. Das denke ich doch. So, und jetzt zu Ihnen, Frau Becker. Wenn Sie gehört haben, was die Greta da gesagt hat, wollen Sie vielleicht noch irgendwas richtigstellen oder zu Ihrer Aussage was hinzufügen? Nein. Möchte ich nicht. Ich war es nicht. Oh, mein Gott, Katrin. Noch Fragen an den Zeugen hier? Keine. An den Zeugen. Dankeschön. Sie dürfen hinten Platz nehmen bei Ihrem Sohn. Sie bleiben unvereidigt. Auch die Greta bleibt unvereidigt. Auch der Habig bleibt weiterhin unvereidigt. Bundeszentralregister ohne Eintrag. Das heißt, Sie sind bisher nicht vorbestraft. Weitere Anträge, weitere Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, die Angeklagte wollte ihren Sohn unbedingt auf eine Privatschule bringen, damit er eine gute Ausbildung und anständige Benimmregeln erlernt und golfen und reiten kann. Bei der Vorbildfunktion der Mutter scheint dies auch dringend geboten, denn sie hat hier ganz offensichtlich etwas missverstanden, was das Einhämmern von Wissen und das Einprügeln guter Manieren anbelangt. Nicht nur nach Knigge, sondern auch strafrechtlich muss man doch feststellen, dass es weit über das Ziel hinausgeht, jemanden mit einem Golfschläger niederzuschlagen, wenn derjenige nicht nach dem eigenen Willen handelt. Ja? Jemandem so den eigenen Willen aufzuzwingen, ist ja wohl wirklich der völlig falsche Weg. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten zu verurteilen, welche zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, liebe Frau Becker, ich möchte Ihnen zunächst mal zur Beruhigung vorwegschicken, dass auch ich als Dreijähriger noch nicht Mandarin, Französisch, Altgriechisch und Latein gleichzeitig gelernt habe. Und es ist hoffentlich trotzdem was Anständiges aus mir geworden, wie auch aus der Frau Staatsanwältin und natürlich aus dem Herrn Vorsitzenden. So, zum eigentlichen Fall. Liebe Greta, was du uns hier aufgetischt hast, das ist doch nichts weiter als der erbärmliche, verzweifelte Versuch, für dich selbst zu retten, was noch zu retten ist und weiter gerade mal das einzuräumen, was du ohnehin
nicht mehr wirklich wirkungsvoll abstreiten kannst. Ganz ehrlich, du willst da meine Mandantin gesehen haben. Was ist denn von dieser Hauptbelastungszeugin zu halten? Nichts. Und was haben wir sonst ernsthaft betrachtet als Tatnachweis gegen meine Mandantin vorliegen? Nichts. Ich beantrage deshalb Freispruch. Danke, Herr Verteidiger. Frau Becker, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Linus landet schon noch auf irgendeiner Privatschule. Irgendwie. Ihre einzige Sorge im Moment, oder wie? Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Katrin Becker ist schuldig der versuchten Erpressung in Tatmehrheit mit Sachbeschädigung und mit gefährlicher Körperverletzung. Paragraphen 223, 224 Absatz 1 Nummer 2, 253 Absatz 1, 2 und 3, 303, 303 Klein C, 22, 23, 52, 53 Strafgesetzbuch. Es wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Dann ergeht direkt der Beschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Zweitens, der Angeklagte wird auferlegt, an die Schulstiftung Gut Eidenbach zur Schadenswiedergutmachung 200 Euro zu bezahlen für den Monitor. Drittens, der Angeklagte wird auferlegt, an den geschädigten Jürgen Habig ein Schmerzensgeld von 2000 Euro in monatlichen Raten a 100 Euro zu bezahlen. Ja, damit wird es erst recht nichts mit dem Schulgeld. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Und der Linus offensichtlich auch nicht. Da sind wir beide uns einig. Dazu später. Der Herr Verteidiger hat schon gesagt, wir kennen nicht unbedingt alle möglichen Sprachen, sind trotzdem was geworden. Ich kann heute noch viele Sprachen nicht, die er mit 3 nicht konnte. Aber ein bisschen gesunden Menschenverstand, den habe ich mir dann, glaube ich, doch erworben. Und deshalb bin ich erstens überzeugt, dass Sie das waren. Zweitens möchte ich Ihnen auch deshalb was zu Ihrer familiären Situation am Ende sagen. Warum waren Sie das? Der Herr Habig hat das ganz klar gesagt. Er hatte eine Affäre, die wollte er öffentlich machen. Sie waren ganz wütend deswegen, dass er sich nicht hat erpressen lassen, sind so raus. Ja, und dann haben Sie selber eingeräumt, dass Sie doch viel später weggegangen sind. Warum denn? Eine Lüge nach der anderen. Ja, und auch das, was die Greta gesagt hat, ist glaubwürdig, obwohl sie richtig Dreck am Stecken hat. Und obwohl ich glaube, dass sie deswegen zu Recht von der Schule fliegen wird, weil da haben Drogen schon mal gar nichts zu suchen. Aber die hat sich hier heute selber belastet. Und wenn sie die Täterin gewesen wäre, das wäre die einzige Möglichkeit, wo man sagen könnte, okay, deswegen belastet sie sie zu Unrecht, dann hätte sie doch gar nie zugegeben, dass sie im Raum war. Und sie war im Raum, das glaube ich hier ganz klar, weil der Schrank sah danach genauso aus, wie sie es beschrieben hat, ja, mit den 2 Krawatten, die runtergefallen sind. Und die sind sicher nicht runtergefallen, weil sie den Schrank durchwühlt hat. Da gab es nichts zu durchwühlen, da hingen nur 2 Hemden und die beiden Krawatten. Und deswegen glaube ich ihr, dass sie im Schrank war und das genauso gesehen hat, wie sie es geschildert hat. Ja, und wenn das so war, dann haben sie die Tat begangen. Und das ist schon eine ganz, ganz heftige, miese Nummer gewesen, den Schulleiter hier auch noch mit dem Golfschläger niederzuschlagen. Ja, Erpressung kam dazu. Deswegen meine ich, 1 Jahr und 3 Monate sind hier Tat und Schuld angemessen. Die können natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden, weil sie sich bisher nichts haben zu Schulden kommen lassen. Gegen das Urteil können beide Seiten innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Ja, und jetzt zu Ihrem Verhältnis zur Erziehung Ihres Kindes. Ist doch völlig egal, ob er Klavier lernt oder Schlagzeug. Wenn er Schlagzeug lernen will, soll er Schlagzeug lernen, wenn er Spaß daran hat. Und ob er Golf spielt oder reiten geht oder vielleicht lieber Fußball. Wenn er das lieber macht, dann soll er das machen. Sie haben so toll gesprochen von der Investition in seine Zukunft. Ja, das sind viele Eltern inzwischen völlig hysterisch und meinen, die kleinsten Kinder sollten schon weiß Gott was an Kurse machen. Blödsinn. Die sollen Kind sein. Und die beste Investition, die Sie machen können, ist ein Klima zu schaffen, in dem Ihr Sohn ohne Zwang das tun kann, was er will und die Welt entdecken kann, und neugierig bleibt. Aber ich sehe schon, das kommt nicht an bei Ihnen. Hm? Wie erkläre ich es Ihnen denn dann am besten? Vielleicht mit einem Beispiel vom Bergsteigen. Schaut Sie, wer beim Bergsteigen immer nur nach oben blickt, wo er noch hin möchte, der versäumt was ganz, ganz Wesentliches. Der versäumt nämlich den Ausblick, den herrlichen Ausblick, den er dort schon hat, wo er gerade eben ist. Und er wird deswegen nie glücklich sein. Und glücklich sein ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was man als Eltern den Kindern vermitteln kann. Vor Ort ist die Hauptverhandlung geschlossen.
Greta von Thelm wurde wegen uneidlicher Falschaussage und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Sie wurde außerdem von der Privatschule verwiesen. Pauline Lüdecke wurde ebenfalls wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen versuchter Strafvereitelung zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.